Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist schon kurios, wenn man manchmal für bestimmte Dinge Markennamen benutzt, anstatt den richtigen Namen. Kurios? Kurios heißt, wenn etwas seltsam ist, aber auch amüsant. Das ist ja kurios, sagt man. Und das Kuriose ist eben, dass man den Namen einer Marke benutzt. Also zum Beispiel, als ich nach Amerika gegangen bin, vorher habe ich im Englischunterricht gelernt, dass Taschentuch, ja, das ist ein Taschentuch, ja, ich habe jetzt gar keins mit, aber ein Taschentuch, da schnaubt man rein. Man schnaubt in ein Taschentuch, man schnaubt sich die Nase. Ein Taschentuch, wurde mir gesagt, heißt auf Englisch Handkerchief. Handkerchief. Aber eigentlich heißt Taschentuch Tissue. Handkerchief ist eher ein Taschentuch aus Stoff. Wie auch immer. Ich fand es interessant, als ich den gefragt habe nach einem Handkerchief, wussten die Leute nicht, was ich meine. Denn in Amerika nennt man Taschentuch Kleenex. Kleenex. Aber das Lustige ist, dass Kleenex ja eigentlich eine Marke ist. Kleenex ist eine Marke. Und dasselbe Phänomen gibt es im Deutschen auch. Es gibt dasselbe Phänomen. Zum Beispiel, jetzt habe ich welche mal mitgebracht. Das hier, ja, ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Das hier, was ist das? Das ist ein Ohrenstöpsel. Hier habe ich zwei, seht ihr beide? Zwei Ohrenstöpsel. Also man macht sich die in die Ohren und dann hört man weniger Geräusche. Ja, wenn man zum Beispiel schlafen möchte. Wenn man schlafen möchte und dann sind ganz viele Geräusche um einen rum. Wie zum Beispiel jetzt, ganz viele Vögel zwitschern und wenn ich jetzt das Fenster offen hätte und die Vögel zwitschern und die Leute, die Kinder spielen hier und ich kann nicht einschlafen, dann brauche ich Ohrenstöpsel. Oder meine Mitbewohner sind laut, dann brauche ich Ohrenstöpsel. Und Ohrenstöpsel, also diese Dinge heißen Ohrenstöpsel, aber oft benutzt man im Deutschen auch den Markennamen. Man sagt im Deutschen zu diesen Dingern oft Oropax. Oropax. Aber Oropax ist die Marke. Aber Ohrenstöpsel ist der eigentliche Name. Und das gleiche Phänomen ist auch beim Klebestreifen. Ja, das hier, das ist ein Klebestreifenspender. Aber hier ist auch ein Klebestreifen. Ich kriege nichts ab. Aber hier ist... Doch, seht ihr das? Hier. Schwierig. Der Klebestreifen ist widerspenstig. Er geht nicht ab. Er geht nicht ab. Ah, hier. So. Das hier, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es endlich. Okay, das ist ein Klebestreifen. Ja, ein Klebestreifen. Aber im Deutschen sagt man zu diesem Ding auch oft Tesafilm. Tesafilm. Und das ist auch recht kurios, recht seltsam. Denn Tesa ist die Marke. Ja, Tesa heißt die Marke. Und wir nennen dies ein Tesafilm. Das ist ein Tesafilm, aber eigentlich ist es ein Klebestreifen und die Firma namens Tesa macht Klebestreifen und deswegen sagen die Leute einfach Tesa. Ich hoffe, das war hilfreich. Also nochmal zur Zusammenfassung. Im Deutschen wie auch im Englischen werden manchmal Markennamen für bestimmte Dinge benutzt. Und im Deutschen sind das Oropax für Ohrenstöpsel
und Tesafilm für Klebestreifen. Ja, das heißt, wenn ihr etwas für eure Ohren haben wollt, dann sagt ihr, hast du Oropax? Kann ich irgendwo Oropax kaufen? Oder wenn ihr etwas zusammenkleben wollt, dann sagt ihr, hast du Tesafilm? Oder wo kann ich Tesafilm kaufen? Ich hoffe, das war hilfreich für euch und wir sehen uns morgen. Tschüss!